Falls es mit Barcelona nicht klappt bei Lewandowski, und das könnte ja wirklich sein, wenn zum Beispiel Barca einfach nicht das Geld aufbringen kann. Und da hat er wohl laut dem Bayern Insider, das ist ein Podcast von der Bild, die haben da gesagt, dass er einen Plan B hat. Und zwar dieser Plan B soll heißen Paris Saint-Germain. Da würde er gerne hinwechseln, wenn es mit Barca nicht klappt. Die hat er wohl ins Auge gefasst. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was denn PSG überhaupt mit ihm anfangen will. Ich meine, sie haben Mbappé, mit ihm haben sie jetzt sehr öffentlichkeitswirksam verlängert. Sie haben ein Messi, sie haben ein Neymar. Wo soll noch Lewandowski spielen? Sollen die zu Fürth da auflaufen? Geht vielleicht in der französischen Liga, geht aber nicht in der Champions League. Da kannst du nicht mit den vier vorne spielen. Dafür machen sie alle zu wenig defensiv. Ja, gerade Neymar, Messi sind nicht bekannt für ihre Defensivarbeit. Auch Mbappé nicht der Defensivzweikämpfer vom Herrn. Lewandowski ist natürlich ein robuster Spieler, aber fühlt sich auch vorne wohl. Also dementsprechend, ich weiß nicht, warum sie ihn holen sollten. Wenn Mbappé gegangen wäre, dann hätte ich gesagt, ja klar, sie brauchen einen Nachfolger und das hätte Lewandowski sein können. Der hätte dann mit Messi so einen kleinen Rentnersturm da machen können. Aber ja, wohl soll es Lewandowski auch gefallen haben, dass Messi, als er bei PSG gespielt hat, trotzdem den Ballon d'Or gewonnen hat. Und so ein bisschen Lewandowski fühlt sich anscheinend ja auch so, dass man bei Bayern schwerer solche Preise gewinnen kann, was auch wirklich sein kann. Denn wir wissen ja auch, eins hat Franck Ribéry nicht gewonnen 2013 und so weiter und so fort. Deswegen denkt Lewandowski bei einem anderen Verein wie zum Beispiel PSG, wie Barca, wie Real, würde ich eher den Ballon d'Or dann auch mal bekommen. Also, eure Meinung in die Kommentare, liebe Freunde. Ich bin gespannt, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.